Heute begrüße ich Sie vom Haus der Bundespressekonferenz, das hinter mir steht. Hier ist die eigentliche Zentrale der Macht. Hier sitzen die Journalisten, die über die Hauptstadt, über die Politik und die Wirtschaft berichten. Und hier findet dreimal in der Woche die Regierungspressekonferenz statt. Dort sitzt der Regierungssprecher mit den Sprecher der Ministerien und muss sich den spontanen Fragen der Journalisten stellen. Ich selber habe das 4 Jahre genießen dürfen und glauben Sie mir, man ist manchmal froh, wenn man nur mit einem blauen Auge davonkommt. Weniger aufregend geht es in dieser Woche bei dem Verband der Versicherungen zu, die ihre jährliche Mitgliederversammlung haben. Dort gehen wir natürlich hin, denn für uns als Branche ist es wichtig, dass wir die Versicherer stärker gewinnen, in unsere Fonds zu investieren. Wir wollen mit ihnen darüber sprechen und wir wollen auch mit der Politik darüber sprechen, wie wir dazu die Rahmenbedingungen noch verbessern können. Das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit im kommenden Jahr. Ein Highlight in dieser Woche ist dann noch der Bundespresseball. Dieses Jahr findet er im Athlon statt. Über 2.500 Personen haben dort zugesagt. Im Wesentlichen natürlich Journalisten, aber auch Politiker und andere Vertreter der Wirtschaft werden da sein. Der Bundespräsident wird traditionell eröffnen. Es haben sich zahlreiche Bundesminister angekündigt. Und ich persönlich bin froh, dass wir dort eigentlich sehr ungezwungen bei einem Glas Wein auch mal Themen unserer Branche ansprechen können, ohne dass immer jemand auf die Uhr guckt und sagt, wir müssen jetzt wieder weiter.